Hi, Daryl Combs hier. Seid ihr auf Wikisana? Ich heiße Sie herzlich willkommen wieder zu unserem Expertentalk im Format Colloquium Spirit. Aus unserer Sicht gehören Spiritualität und Ganzheitsmedizin untrennbar zusammen. Vor allen Dingen ist Spiritualität oftmals der Schlüssel für die ganzheitliche Gesundheit. Zu diesem Zweck laden wir uns immer wieder gerne Experten ein aus unterschiedlichen spirituellen, kulturellen oder auch religiösen Hintergründen. Und wir versuchen, Konsens zu finden. Wir versuchen, Ihnen Lösungen anzubieten für Ihre Situation. Und im heutigen Expertentalk freue ich mich auf meine Gäste. Das sind Frau Dr. Petra Wichel, biologische Ärztin der Swiss Mountain Clinic. Dann Johann Nepomuk-Meyer, Autor, Moderator und Filmemacher. Weiterhin an meiner Seite Stefan Meyer, Bewusstseinslehrer. Und last but not least Helmut Agostoni, Buchautor und Forscher nach biblischer Offenbarungen. Bleiben Sie also dran, es wird ein spannendes Gespräch und heute schauen wir uns an, warum müssen Menschen Leid ertragen? Wir versuchen das gemeinsam herauszufinden und natürlich auch eine Lösung, wie Leid eventuell vermieden werden kann. Bleiben Sie dran, es wird spannend. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr da seid zu unserem heutigen Talk. Und ich mit euch über das Thema, müssen Menschen Leid ertragen, sind Schicksalsschläge Strafen im Leben? Das sind ja so Fragen, also vor allen Dingen, glaube ich, dir, liebe Petra, begegnet das ja häufig hier in der Swiss Mountain Clinic, dass Menschen mit schweren Schicksalsschlägen oder auch ja, gesundheitlichen Problemen infolge schwerer Schicksalsschläge kommen. Darf ich bei dir anfragen, danach zu fragen? Ja, ja, das ist jetzt aber nicht nur eine, sag ich mal, Situation, die mir hier begegnet, sondern schon natürlich mein ganzes Leben. Mhm. Und vielleicht, weiß ich nicht, der Name Schicksal ist etwas, was ich eigentlich gar nicht in meinem Sprachgebrauch habe. Sicher gibt es auch Schicksale. Schicksale sind, wenn man sich vielleicht nicht sucht und doch begegnet. Aber das Schicksal in der Medizin ist vielleicht nicht fair anzunehmen. Das ist, warum trifft es mich? Das ist eigentlich der erste Punkt, den man berücksichtigen muss, wenn ein Mensch mit diesen Gedanken kommt. Das Leben gestaltet sich ja in einer unglaublichen kosmischen Ordnung. Und hinter all diesen Prozessen, die das Leben überhaupt als Leben ausmachen, gibt es ein so synchrones Miteinander, dass wir, glaube ich, als Individuen, als Menschen oder manchmal auch als Betroffene zu klein sind, um die Dimension des Großen zu erkennen. Und immer dann, wenn sich Prozesse in unserem Organismus natürlich in eine Fehlregulation entwickeln, wenn sich Prozesse entwickeln, die die eigene Kapazität erschöpfen, wenn sich Prozesse, sage ich mal, entwickeln, die auch meine eigene Immunität überfordern, dann gibt es Ungleichgewicht und dann gibt es auch eigentlich viele Signale vorher, die eine Entwicklung schon anzeigen können. Also nur nichts auf symptomatischer Ebene zu spüren, heißt ja nicht, dass mein Körper schon seit 10 Jahren um eine Veränderung bittet oder seit mehr als 15 Jahren er sich adaptiert an Dinge verändert, die ich vielleicht noch gar nicht spüre. Und erst dessen, wenn er seine Kompensation verliert, beginnt wirklich auf einer Ebene Krankheit sichtbar zu werden. Mhm. Und deshalb ist eigentlich das Wichtigste in meiner Aufgabe am Anfang, wenn man vor dieser Situation steht oder auch mit einer Diagnose auf einmal konfrontiert wird, die ein Damoklesschwert scheint, jetzt über das Leben oder über das Ableben zu richten, erstmal diesen Prozess zu erden,
erstmal auch zu klären, erstmal auch zu verstehen und dann auch in eine liebevolle Resonanz zu gehen mit dem, was sich irgendwo als Name darstellt, aber eigentlich nichts anderes ist als jetzt ein Hilfeschrei und endlich mal auch die Facetten fallen zu lassen und sich in eine Tiefe und Ebene zu begegnen, die einem Zeit gibt zu eruieren, was ist hier geschehen. Und dann klingt es alles nicht mehr so schicksalshaft. Und dann, wenn man die Menschen da mitnimmt, dann wissen sie auch, dass sie weder jetzt Opfer ihrer Diagnose sind, noch Opfer ihrer Krankheit, sondern dass der Körper eigentlich in seinem Lebens- und Überlebenskampf, und das hat er ja in der Evolution bewiesen, zu jeder Stunde bereit ist, immer wieder das Leben auch zu verteidigen und Unmögliches möglich zu machen. Aber wenn sich Systeme erschöpfen, dann ist der Weg auch frei für eine andere Entwicklung. Und ich glaube, das sind sehr wesentliche Aufgaben, weil es ist meine Krankheit. Es ist meine Situation, die ich jetzt durchlebe. Und ich glaube, da kann man mit der Haltung zu dem, was jetzt mit uns geschieht, was uns mächtig durchrüttelt als Familie, als Betroffener, am Anfang einen sehr anderen Fokus auf das setzen, was es von mir benötigt. Also so in dem Einstieg für diese Runde. Ja, danke dir auch für den ganz wichtigen Aspekt, dass sich sowas eben, was wir jetzt dann vielleicht schweres Schicksal nennen würden, nicht von heute auf morgen plötzlich ohne sonstige Anzeichen ergibt, sondern eben, dass sich so ein Prozess lange aufbaut und es schon vorher lange Anzeichen gibt dafür. Wir sind nur nicht offen oder wir sehen sie nicht oder wir sind nie aufmerksam, wachsam dafür. Ja, oder er wird auch nicht sichtbar. Ja, oder so. Ja, was auf einmal sichtbar wird, weil es vorher auch gar nicht Gegenstand im Rahmen unserer sogenannten Prävention ist vieles nicht Gegenstand. Das heißt ja nur mal schauen und wenn nichts ist, ist nichts. Aber dass der Körper eigentlich schon lange auf dem Weg ist, morgen etwas sichtbar zu machen, das tun wir nicht. Und da glaube ich, das ist ein großer Punkt, der sich dann als Schicksal vielleicht darstellt, aber eigentlich gar keiner ist. Ja, also Schicksal ist auch nicht ein Begriff, den ich gerne verwenden würde, aber es verwenden viele Menschen eben ganz gerne oder was heißt häufig, wenn sie in Schicksalsschläge kommen. Ja, ja. Aber für mich ist es dann immer so etwas Manifestes und es macht einen so zum Opfer, habe ich den Eindruck. Wie ist denn deine Erfahrung mit Schicksal oder beziehungsweise würdest du sagen, dass wir Schicksal erleiden müssen aus deiner Forschungserfahrung? Also ich will zunächst mal eine Positionierung machen, damit ich auch verstehe. Ich wurde ja vorgestellt und mit dem Stichwort auch nachbiblische Offenbarung. Und Offenbarungen sind Grundgaben Gottes, die er uns schickt, damit wir weitere Informationen bekommen, weiter reifen können. Und da stehen wir natürlich in der Tradition der jüdischen und der christlichen Bibel. Und weil im Alten Testament waren ja die Kundgaben gegeben worden, man hat die Leute dann später Propheten genannt. Prophet wurde jemand, der eine Voraussage gemacht hat, die sich erfüllt hat. Erst nachdem er diese Erfüllungen hat, wurde er dann als Prophet erkannt. Es gibt Richtungen, die gehen davon aus, dass also der zweite große Prophet, wenn man so will, was aber nicht völlig richtig, aber die prophetischen kamen durch Jesus. Und nach dem, was wir in der nachbiblischen Offenbarung, das sind Offenbarungen Gottesworte, die empfangen worden sind, nachdem die Bibel abgeschlossen worden war. Und dort ist klar, dass in Jesus sich Gott, der Vater, unser Schöpfer, inkarniert hat. Und darum, man kann ihn natürlich auch als Propheten anschauen, das ist klar, bringt Gottes Wort, das ist ja das Wort, mit dem er nachher verschmolzen war. Und das ist die ganz große Zeit der Offenbarung. Und nachher gibt es eben Leute, die denken, mit dem Neuen Testament, wenn der letzte Apostel gestorben ist, dann ist die Offenbarung beendet. Und das ist aus dem, was wir, wenn ich sage wir, ich habe mit einem Freund zusammen, der ja auch in den Sendungen tätig ist, ein Buch geschrieben unter dem Stichwort Der Sinn des Lebens. Dort haben wir 40 Jahre lang haben wir
uns mit der Thematik befasst und dann uns entschlossen, ein Buch zu schreiben dazu. Und wenn man das so anschaut, muss man natürlich sehen, es gibt ja zwei Seiten der Welt. Es gibt eine sichtbare, eine materielle, dann gibt es, was man sehr oft verdrängt, die spirituelle Seite. Und bei der Krankheit spielen vielfach beide eine Rolle. Und wenn ich jetzt zum Stichwort Leiden, Schicksalsschlag gehe, dann würde ich zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist gesagt worden, es ist in Verbindung gebracht worden mit einer Diagnose, zum Beispiel Krebs oder so. Es gibt natürlich auch den Schicksalsschlag, den ich erlebt habe. Meine Frau ist in einem Verkehrsunfall verstorben. Mhm. Ich habe 5 Minuten vorher noch sie verabschiedet und nachher war's dann das. Das ist natürlich ein Schicksalsschlag. Im ersten Moment hast du keine Gründe zu finden, dass du eine Schuld mitträgst, sondern das schlägt zu und dann geht es darum, wie man damit arbeitet. Und da ich ganzheitlich orientiert bin und mit der nachbiblischen Offenbarung das auch bestätigt finde, muss ich die Sicht ändern. Und wenn ich die Sicht, die traditionelle, anschaue, dann sagt man mindestens, Leute, die gläubig sind, sagen, wir haben Körper, Seele, Geist. Aber eigentlich hat der Geist im Mantel mit der Seele einen Körper. Und es geht eigentlich vom Geist und von der Seele auf den Körper über. Und es gibt dort eine Zwischenschicht, das geht mit dem Blut, das ist der Nervengeist. Und wenn es dort dann Störungen gibt, dann übertragen sich die auf den Körper. Und man kann den Körper natürlich symptomatisch heilen, das ist aber kein Heilen. Heilen ist nur, wenn die Seele wieder in Ordnung gebracht wird. Und so gesehen kann ich natürlich sagen, Schicksalsschläge, so wie ich es erklärt habe, daran glaube ich, aber Sachen, die ich induziert habe, indem ich falsch gelegt habe vorher, da sollte man sich bewusst sein. Und dann kommt dazu, es gibt ja den Spruch, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und ein Glas halb leer ist ein Glas, wo ich leide. Und ich sehe im Leid nur das Leid. Wenn ich das Glas halb voll sehe, dann frage ich mich, was ist die Chance, die aus diesem Leiden kommt? Weil das Leiden ist nicht per se für sich da, sondern es hat einen Sinn, uns nämlich weiterzubringen. Und dann geht es auch gesundheitlich hinein und das ist manchmal relativ schwierig. Ich habe das Glück, ich habe Leute kennengelernt, die spirituell heilen konnten. Und da sieht man nachher den Durchgang vom Spirituellen zum Körperlichen. Das ist super. Okay, also du hast deinen Schicksalsschlag mit Hilfe der Spiritualität halt logischerweise überwunden. Ich kann nicht sagen mit Spiritualität. Ich war so, dass ich Gott danken durfte, dass er meine Frau zu sich genommen hat. Ich muss das erklären. Ich habe eine Schwägerin und die hat auch Kontakt zur jenseitigen Welt. Mhm. Ich wusste, dass sie mit meiner Mutter Kontakt gehabt hat, nachdem sie verstorben war. Und dann habe ich sie gefragt, hast du Kontakt zu meiner Frau, zu Felicitas, hat sie geheißen. Und dann hat sie gesagt, nein. Und nach 3 Tagen hat sie gesagt, jetzt habe ich Kontakt gehabt. Und was hat sie gesehen? Sie hat gesehen, eine Wolke hell strahlend auf sie zukommen. Diese Wolke hat sich geteilt. Und meine Frau hat strahlend, glücklich ihr zugewunken. Das ist nicht die einzige Botschaft, die ich so bekommen habe. Ich habe nach dem Tod von meiner Frau haben 30 Personen sich bei mir gemeldet. Sie hätten Kontakt zu ihr gehabt. Brasilien, Schottland, Schweiz, Australien, Neuseeland. Die konnten sich nicht untereinander absprechen. Nein. Das ist unglaublich. Und darum bin ich voll davon überzeugt, die Welt besteht nicht nur aus der Materie, die müssen wir wieder zurück transformieren. Vielen Dank. Ich bleibe mal hier noch auf der Seite, komme dann als nächstes zu dir. Stefan,
Du bist Bewusstseinslehrer. Zu dir kommen sicherlich auch Menschen, die mit Schicksalsschlägen umzugehen haben. Es ist ja meistens erst, wenn es richtig wehtut, dass man sich Lösungsmöglichkeiten sucht, oder? Absolut. Wie gehst du mit diesen Menschen um, beziehungsweise was empfiehlst du ihnen? Oder musst du sie erstmal aufklären darüber, dass das nicht einfach aus dem oder aus dem Zufall heraus entstanden ist, was sie da erfahren haben? Also ist ganz unterschiedlich. Je nachdem, welchen Weg jemand schon hinter sich hat, kann man dann noch den weiterführenden Weg aufzeigen. Was grundsätzlich ich immer als Herausforderung empfinde, wenn jemand ein echtes Leid für sich gerade hat, dann hilft es oftmals nicht viel, dass man sagt, schau doch mal hier, schau doch mal da, erinnere dich an etwas, weil wenn das nicht von alleine geschehen ist, geschieht es oft auch nicht, wenn jemand anders sagt, tu es, sondern es braucht meistens eine echte Erfahrung. Eine Erfahrung, dass man es schafft, langsam dieses Bild, was man hat auf sich selbst, auf sein Leid, auf seine Geschichte, ein bisschen zu erweitern. Also ein bisschen ein breiteres Bild zu sehen. Das bedeutet, wenn ich Schmerzen habe, wenn ich körperliche Symptome habe, wenn ich psychologische Themen habe, wo ich nicht weiterkomme, dann mal aufzumachen, dass das sein kann. Petra hat es schon beschrieben, dass das nicht zufälligerweise da ist, sondern dass es eine Ursache hat. Also das, was ich heute hier erlebe in mir, was mir geschieht, hat eine Ursache. Und jetzt kommt aber die noch größere Herausforderung. Wir kennen die Ursache oft nicht. Das heißt, wir wissen nicht, warum Dinge da sind und verfallen dann oft in ein Muster von, oh, jetzt bin ich hier das Opfer, hattest du eben auch schon genannt. Mhm. Und das macht die Sache relativ schwierig, weil die Frage, müssen wir leiden, würde ich mit Ja und Nein beantworten. Also nein, in dem Sinne, weil grundsätzlich müssten wir nicht, wenn wir uns wieder in Balance bringen. Helmut hat es angesprochen, es gibt diese Ebene hinter der Materie, es gibt die geistige Ebene. Und wenn dort in unserer Geistigkeit, in unserer Verbindung zur Seele, wenn dort etwas außer Balance gerät, und das ist es einfach über die letzten Hunderte, vielleicht sogar Tausende Jahre, sind wir von uns selber in Entfernung getreten. Das heißt, wir sind aus der Balance geraten. Und das bedeutet, wir müssen zwangsläufig auf eine Art und Weise leiden. Also auf der einen Seite müssen wir leiden, weil es unser Weg ist, weil Leid ein Motor ist, dass wir gucken, wo kann ich mich bewegen, wo komme ich zurück auch zu mir in diese normale Verbindung. Und auf der anderen Seite muss ich nicht leiden, weil ich kann die Ursache erkennen. Es gibt heutzutage wirklich gute Möglichkeiten. Egal, was mir im Leben geschieht, was die große Herausforderung ist, gibt es Möglichkeiten zu erfahren, was ist dahinter der Grund. Was ist die Ursache? Mhm. Oder sogar, was ist die Ursache der Ursache? Und wer sich auf den Weg macht und sagt, das, was mir heute geschieht, dafür übernehme ich die Verantwortung. Ich weiß zwar noch nicht, was die Ursache ist, aber irgendeinen Grund hat es. Es hat etwas mit mir zu tun. Irgendeine Resonanz besteht. Und jetzt gehe ich auf die Suche nach der Ursache. Der wird seinen Weg finden. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich mache das über eine Verbindung zum Bewusstsein. Da kann man wirklich in der heutigen Energie Kontakt haben zu seinem, nennen wir es mal, höheren Selbst und die Antworten dort erfahren. Warum ist es so? Was habe ich nicht gesehen? Welche Anteile von mir lebe ich nicht? Was habe ich die ganze Zeit unterdrückt? Und viele Dinge sind sehr einfach zu sehen. Das heißt, man kann auch wirklich körperliche Symptome, wenn sie noch ein gewisses Stadium nicht überschritten haben, kann man sie auch heilen, indem man sich selbst emotional, energetisch oder seelisch oder geistig, wie man es nennen mag, also dahinter der Materie, sich mit sich beschäftigt und sich dort mehr in den Fluss bringt. Mhm. Ja, und Stefan, man darf ja auch nicht vergessen, manchmal ist dieses Maß an Leid wichtig, damit der Mensch erwacht. Mhm. Ja. Er erwacht manchmal nicht. Er akzeptiert, es ist alles noch überhaupt nicht so dramatisch, was es eigentlich hätte schon lange gebraucht. Und durch die Persistenz des Körpers immer wieder auch diesen Schmerz zu lokalisieren, was auch immer, beginnt er bereit zu werden. Mhm. Sodass ja die Krankheit und das Leid, wenn wir es jetzt so nennen, immer auch eine hochwertige Funktion hat in der Auseinandersetzung mit mir selbst. Es ist ja quasi eine Art, die Stimme des Lebens, richtig, die uns fast wie in Anführungszeichen überprüft, weil bevor dieses ganz starke Leid kommt, kommen ja, wie du gesagt hast, andere Signale, die wir aber nicht hören, weil wir diese Feinsinnigkeit noch nicht haben. Oft kommt ein Gefühl, das ist unstimmig für mich. Das Gefühl kommt wieder. Ich drücke das aber weg. Ich denke, das geht nicht. Ich denke, ich darf darauf nicht reagieren. Ich sehe nicht in meinem Umfeld die Möglichkeit, meinem Gefühl, meinem inneren Kompass zu folgen. Und dann unterdrücke ich mich selber so lange, bis das Leid mich auffordert. Entweder jetzt stehst du zu dir, jetzt bewegst du dich, jetzt kommst du raus
oder du rutschst noch weiter energetisch ab und dann könnte man auch sagen, irgendwann ist dann diese Inkarnation, ist vielleicht der Weg nicht erfüllt, um dieses Thema zu lösen. Viele Menschen sagen mir, ich arbeite in einer Klinik, da ist nichts in der Nähe. Da ist nur die tiefe Reise zu mir selbst. Ich spüre mich wieder. Es ist ja erschreckend, wie viele Menschen sagen, ich spüre mich wieder. Ich habe jetzt einen anderen Bezug zu mir. Ich kann jetzt die Dinge anders einordnen, weil ich im Laufe des Lebens mich einfach auch habe verloren, selbst verloren. Schön ist das, wenn Menschen diese ersten Schritte hier erleben, um dann das eigene Leben auch aus einer Reflexion zu betrachten, aus einer anderen Perspektive. Und auf einmal wird das alles überhaupt nicht mehr so dramatisch, so schlimm, weil ich habe es jetzt in der Hand. Ich kann es beeinflussen, ich und nur ich. Ich entscheide. Das ist ja, ich bleibe ja nicht gesund oder ich werde ja nicht gesund, nur weil ich den besten Doktor habe oder den besten Operateur oder die meisten Nahrungsmittel einnehme, sondern weil ich entscheide, dass ich das alles gar nicht brauche. Oder weil ich diese Balance wiederfinden kann, indem ich einfach die Dinge in meinem Leben ändere oder eine Entscheidung vielleicht einfach mal treffe, die für mich gut ist. Und nicht hoffe und glaube, dass die Welt sie für mich verändert. Hm. Darf ich das noch etwas in Richtung Ganzheitlichkeit ergänzen? Ich habe mich mal beruflich auch mit dem Thema Change Management, also das Führen von Veränderungen, befasst. Und wenn ich ja ein Leiden überwinden will, ist das ein Grund zur Veränderung. Es gibt natürlich noch einen anderen Grund, das ist die Sehnsucht. Also wenn ich eine Veränderung machen will, brauche ich entweder eine Sehnsucht oder es braucht ein Unbehagen, in dem ich mich befinde. Man kann es Leiden nennen oder wie. Und dann habe ich auch den Anreiz, eine Veränderung zu suchen und zu machen. Ja, schön. Und ich denke, das ist das, was wir ganzheitlich uns bewusst sein sollten. Und wenn wir ein Leiden haben, ist das eine Herausforderung. Schau, das ist eine Chance, du kommst weiter. Weil das Leben hat kein Ende, es geht weiter, auch wenn es physisch zu... Ja, und viele Menschen sind unglaublich dankbar, dass ihr Körper so persistent daran festgehalten hat, ihn wach zu rütteln. Oder nicht, ich will gar nicht mal sagen, als Alibi jetzt endlich Rücksicht zu erwarten oder so, aber allein, dass er es jetzt in der Hand hat und ich darf hier so viele wirkliche Wunder sehen. Ich sage immer, wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. Aber sie sind ja, sie geschehen ja nicht aus dem Nichts. Sie geschehen ja durch das tiefe Vertrauen wieder in diese Kraft, die in mir da ist und auf die ich auch 1000% vertrauen darf. Das machen wir nicht mehr medizinisch. Wir vertrauen dem Leben überhaupt nicht mehr. Wir meinen, weil es so ist, ist es so. Mhm. Aber das sagt natürlich nur der, der es losgelöst vom Leben betrachtet. Mhm. Nepomuk, du hast viel mit Jenseitskontakten auch zu tun, also zumindest haben wir darüber gesprochen und also mit sehr spirituellen Welten, sage ich jetzt mal. Wie wird denn da, also hast du schon mit Verstorbenen zu tun gehabt, die vielleicht durch einen Schicksalsschlag auch zu Tode gekommen sind und mit denen unter Umständen über sowas gesprochen? Ja, also danke für deine Frage. Ich bin ja gerade aufgrund von einem Verstorbenen auf diesen Weg gekommen, diese erweiterte Realität zu erforschen und zu dokumentieren. Und als Filmemacher und als jemand, der diesen Dingen auf den Grund geht, diese psychologischen, pathologischen, physikalischen Anomalien, die weltweit zutage treten, diese Wunder, etc., bin ich ja auch auf dieser Reise vielen Wissenschaftlern, vielen Menschen begegnet, die unterschiedliches Leid hatten. Mhm. Und einmal Leid, indem man sagt, ich habe einen Schicksalsschlag, meine Partnerin stirbt beim Autounfall, ich habe mehrere, oder der Sohn kommt um beim Autounfall, vor allem bei Kindern ist es oftmals dramatisch. Und da gibt es natürlich die Personen, die aufgrund von welchen inneren Angelegenheiten immer plötzlich in eine Krankheit hineinrutschen, ob sei das jetzt einmal körperlich, sage ich mal, mit Krebs oder sonstigen Diagnosen oder psychisch Probleme bekommen. Und dann habe ich plötzlich festgestellt, dass es eigentlich für viele dieser Sachen oder für diese Leiden eine Lösung gibt. Mhm.
Wir haben ja schon ein paar Lösungen angesprochen. Wenn ich eine Krankheit bekomme, dann kann das tatsächlich sein, dass ich hier auf einem Weg bin und habe nicht auf meine Balance geachtet und bin aus dem Gleichgewicht gefallen. Und der Körper zeigt mir auf, ich wollte eigentlich einen anderen Weg gehen. Und wenn mir das Schicksal mich stoppt, so darüber nachzudenken, dann kann ich plötzlich reflektieren, komme wieder in die Ruhe oder in mein Inneres und sage plötzlich, eigentlich wollte ich in meinem Leben nicht dahin, ich wollte hierhin. Und dann kann das ganz schnell auch zur Spontanheilung führen, über Nacht. Und dann gibt es aber auch Menschen, die bestimmte Themen, Leidenswege haben, die unbelastet in die Zukunft wollen, aber immer wieder ein Thema haben, das sie irgendwie blockiert. Ich habe einen kennengelernt, der war als 40-Jähriger extrem schreckhaft. Also immer, wenn irgendwas war, ist der sehr voll erschrocken. Und dann hat er Psychologen aufgesucht und niemand konnte ihm helfen. Und dann hat er eben einen kennengelernt, den habe ich dann empfohlen. Das war der Rolf Ulrich Kramer, der hat eine Methode, nennt sie Mindwalking, und ist mit ihm praktisch nicht mehr zu sehen, wo kommt denn diese Schreckhaft her, weil das haben ja andere Menschen nicht, also muss ja bei dir eine Ursache dafür geben. Und ist mit ihm dann zurück zur Kindheit, aber in diesem Leben ist nicht. Und es war in einem früheren Leben, wo er als Soldat, sage ich mal, von einem Kollegen erschossen wurde, weil er nicht wusste, dass er das ist, der hier auf Spätrupp ist. Und ist dann später als Sohn von diesem Scharfschützen inkarniert. Und in diesem Aufarbeitungsprozess, das wieder zu durchleben, wo das herkommt, hat er einmal den Aha-Effekt. Ich weiß, aha, jetzt weiß ich, warum das passiert ist. Und konnte auch die Inkarnation dann ganz anders einordnen. Und in dem Moment war das verschwunden. Er wusste, aha, woher das kommt. Auch diese Dinge kann man heutzutage, sage ich jetzt einmal, gut auflösen. Dann gibt es natürlich auch Menschen, die ein Leid erfahren. Ich habe hier einen Film gedreht über den Gianni Balducci, das ist ein Schweizer, der als Chefkoch eine super Karriere hatte und plötzlich von einer Sekunde auf die andere Sekunde umfällt, Diagnose bekommt, ja, du hast eine DNA-Schädigung in deinem Rücken, du wirst in kürzerer oder längerer Zeit hier im Rollstuhl sitzen, das kann man nicht mehr reparieren. Das hat er aber nicht akzeptiert, hat das genommen, hat gesagt, ich gehe da aus dem Krankenhaus raus, mit Rollstuhl, und versuche mal hier zu sehen, wo ist denn die Ursache. Ich muss es ein bisschen abkürzen, aber der hat sich dann auf den Weg gemacht und ist dann auch zu verschiedenen Geistheilern gekommen. Die konnten ihn dann spontan tatsächlich heilen, aber haben gesagt, das ist nur, damit du siehst, dass diese Dinge möglich sind. Und dann ist aber die Krankheit wieder gekommen und hat, aha, du musst dich auf den Weg machen, das rauszufinden, warum das passiert ist. Und da kam der bei einer spirituellen Sitzung plötzlich zu einem Erleuchtungserlebnis, hat seine Inkarnation gesehen, warum er hierher gekommen ist, hat gesehen, oh, ich war früher der ungläubige Thomas, ich war bei Christus mit inkarniert, wurde mit dem Schwert hinten getötet und ich hatte damals die Finger in die Wunde gelegt, weil ich nicht glauben konnte, dass die Auferstehung möglich ist, und bin jetzt wieder inkarniert, um das selber zu erleben, dieses Wunder, aber auch Durchgaben zu geben von der göttlichen Seite hier, um den Menschen wieder was beizubringen. Das sind natürlich Begegnungen, die vielen Menschen, wenn der aufruft und sagt, ich mache ein Seminar, ist innerhalb von 2 Minuten ausverkauft, weil die Menschen sagen, das, was hier an Botschaften durchkommt, ist sowas von, ja, nicht menschlich, sowas von Dingen, dass man sagt, wow, da kommen viele, ich habe das erlebt, plötzlich in die Spontanheilung. Und er sagt, wir haben ja auch gefragt, wieso werden manche Menschen schneller geheilt und manche weniger. Er sagt, ja, weil das ist ein Prozess. Manche sind schon kurz davor, die haben diesen Weg schon eingeschlagen und da braucht es nur diesen kleinen Ding noch, diese Begegnung, und dann kommst du zur Spontanheilung. Aber ich habe auch mitbekommen, dass es tatsächlich auch Schicksale gibt, die vor der Inkarnation, sage ich mal, so ausgemacht wurden. Ich hatte eine Dame auf Mallorca, die hat mich angeschrieben, weil ihr Mann ganz plötzlich eine Notoperation hatte, die hatte innere Blutung, ist dann mit 47 verstorben. Katastrophe gewesen, Schicksalsschlag. Es war ihre große Liebe völlig, sage ich mal, aus dem Konzept geworfen und wollte ihm dann einen Abschiedsbrief schreiben und hat plötzlich festgestellt, wow, der Stift schreibt irgendwie selber. Und dann hat sie das gar nicht fassen können und da hat der Mann versucht, eben durch dieses automatische Schreiben, ihr sagen, du, pass auf, mir geht's gut, etc. Und hat ihr ein ganzes Buch diktiert. So glaube ich mir doch, dass ich mit dir spreche. Und aufgrund von dem hat sie mich angerufen, damit ich das eben dokumentiere, was sie als Durchgaben bekommen hat. Und er hat auch gesagt, du kannst dich nicht mehr daran erinnern, aber wir beide haben das früher ausgemacht, dass das so abläuft, dieser Weg, dass du auch wieder einen Beitrag dazu leisten kannst, mit dieser Arbeit Menschen aufzuwecken und sich wieder daran zu erinnern, dass wir ja ein ewiges Leben haben. Also die Facetten sind vielfach, und wenn man dann eben die Ursachen findet, dann hört es leider auf und man geht einen ganz anderen Weg. Ja.
Fantastisch, vielen Dank für diese Beispiele. Also es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, eben als wir sehen können. Davon, glaube ich, sind wir alle überzeugt. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Also grundsätzlich sollten wir, glaube ich, Leid nicht als Feind erfahren, ne, des Lebens. Ich glaube, da sind wir auch, uns auch alle einig, dass uns das Leben einfach mit Erfahrungen, mögen sie auch noch so leidvoll sein, eigentlich eigentlich auf den richtigen Weg wiederbringen möchte. Ist das in eurem Sinne auch? Ja, das Leben ist eine Intelligenz in sich, die wir selber überhaupt gar nicht erfassen können, die wir manchmal so ein bisschen bemerken und oder erahnen. Und das ist die große Herausforderung. Wenn es mal schwierig wird, dann sich daran zu erinnern, was man schon weiß und diese Räume zu öffnen, die man sich schon mal eröffnet hat. Also wer ein Leid hat, dass der sich auch daran erinnert, okay, jetzt mal ruhig bleiben, durchatmen, die Verantwortung wieder annehmen. Nicht zu schauen, habe ich Pech gehabt, ist der oder der dran schuld, sondern ich nehme das mal zu mir, auch wenn ich nicht genau weiß, woher kommt es denn. Und dann mache ich den Raum mal auf und sehe nicht nur diese Situation, sondern sehe mal mein gesamtes Leben, auch die Kindheit. Und wer es schafft, macht noch weiter auf, sieht auch frühere Leben, vielleicht sogar zukünftige. Und lässt es mal in dem großen Kontext quasi sein. Und dann kann man auf die Suche gehen, warum ist es da? Und nicht, damit der Verstand es versteht, sondern damit in mir eine Verbindung zu diesem Thema kommt. Denn ein Leid hat ja immer eine Art Wurzel, wo eine Ursache ist, quasi eine Ursache, wo ich, sagen wir mal das ganz einfach Plakative, mal aus der Balance, aus der göttlichen Balance geraten bin. Und hinter dieser Ursache ist dann wieder etwas ganz Besonderes, ist dann wieder dieser Raum von Frieden, von Freiheit, von Potenzial, von Bewusstsein. Das heißt, wenn ich diesen Raum aufmache und das Leid mal wirken lasse, da sein lasse und mich damit verbinde, werde ich die Lösung finden, werde herausfinden, warum es da ist. Die Lösung muss nicht sein, dass das Leid sich zwingend sofort auflöst. Es kann auch manchmal sein, dass es darum geht, es anzunehmen, eine Situation anzunehmen, die schwierig ist, weil ich darin oft einen großen Bewusstseinssprung habe. Also das Wichtige ist, das Bild ein bisschen aufzumachen, die Sache anzunehmen, damit in Verbindung zu gehen, damit mal zu reden vielleicht, anfangen es zu fühlen und dann verändert es sich auf eine Art und Weise immer und spätestens, wenn es ganz durch ist, niemand weiß, wann das ganz genau ist, dann erfahre ich auch, wozu war es ganz genau da. Zwischendurch weiß ich oft Teile davon und wenn es durch ist, dann weiß ich auch genau, was sollte mir das bringen. Also es ist auch ein mehr oder weniger langer Prozess nach so einem Schicksalsschlag, bis man dann letztendlich wieder in die Balance kommt. Es kann über Nacht gehen, kann aber auch länger anhalten oder länger dauern. Ich würde sagen, es dauert eben einfach so lang, wie es individuell dauern muss, oder? Ich hätte dazu zwei Beispiele, die unterschiedliche Aspekte darstellen. Entschuldigung, das eine Beispiel, das nehme ich aus einer Sendung von QS24. Dort hat jemand, der sich mit Krebsforschung beschäftigt hat, beschrieben, war eine Frau im Endstadium. Und dann hat sie gefragt, was kann ich tun? Dann hat er gesagt, leben Sie glücklich. Ja. Und dann hat natürlich war die Reaktion, geht's noch? Der hat gesagt, ganz wenige Fälle, aber es gab Fälle, bei denen dieser Ratschlag zur totalen Heilung geführt hat. Das zweite Beispiel, das habe ich selbst erlebt. Also erlebt, ich habe Kontakt mit dieser Frau gehabt. Die Frau war im Hospiz. Sie hat alles aufgegeben, Krebs gehabt. Also alles, Wohnung, Geld, alles, braucht ja nichts mehr. Ein Hemd reicht. Und dann hat sie eine Vision gehabt. Und dann wurde sie gefragt, willst du kommen oder willst du noch bleiben? Dann hat sie gesagt, ich will, wo du mich haben willst. Also du bleibst. Sie ist gesund geworden, ich habe mit ihr telefoniert, ich weiß es von ihr in dem Fall persönlich gesehen, da habe ich sie noch nicht, aber ich habe in der Zwischenzeit Kontakt zu ihr. Und das ist jetzt eigentlich ein Moment. Im ersten Moment ist es die Krankheit, die dazu geführt hat zur Veränderung. Das zweite ist aber eine Herausforderung Jesus von Gott, damit er sie als Werkzeug weiter
bei der Brauchengans. Sie bekommt auch Botschaften und gibt die auf diese Art und Weise weiter. Das ist unglaublich. Die Anzahl der Leute, die heute Botschaften bekommen, die steigt gewaltig. Gewaltig. Ja, aber... Aber wenn du sagst, was er geantwortet hat, da war nicht, entscheide dich zum Leben oder zum Sterben, sondern sie hat geantwortet, wozu du mich, das ist der Schlüssel. Mhm. Genau. Denn wenn ich als Mensch anfange, ich will leben, ich entscheide nicht, wie lange ich lebe. Das ist arrogant. Mhm. Das Leben ist ein Geschenk, was ich annehme. Und ich habe das Buch von einem Rediger gelesen über Psychoimmunologie. Der hat ja die gesamten Fälle der Welt aufgearbeitet. Warum haben die Spontanremission? Warum werden sie gesund? Sie sind teilweise schulmedizinisch, sind sie austherapiert. Es geht immer nur um eins. Und ich bin so dankbar, dem im Mai jetzt zu begegnen, diesem Autor. Es geht immer nur um eins, nichts zu wollen und das Leben im Moment anzunehmen und dankbar zu führen. Das ist der Schlüssel für das, wenn man jetzt, ich bin ja sehr zur zweiten Meinung bei Tumorerkrankung und das Wort allein Tumor, das andere nehme ich gar nicht im Mund, hat schon den Weg vorprogrammiert. Warum? Weil wir 70 Jahre nichts anderes machen, immer die gleiche Leier. Es interessiert uns auch nicht, warum und wieso. Aber wenn Menschen sich nicht ermessen fühlen, darüber zu entscheiden, wie lange wir leben, Ärzte dürfen das. Die dürfen dir sagen, du lebst noch 3 Monate, wenn du jetzt das nicht mehr tust, weil das sind, die erheben sich in eine Position von Gott. Dann entsteht im Menschen natürlich auf der einen Seite ein Dauerstress, der ihn nicht mehr 2 Monate gibt, weil der Körper kanalisiert alle Energie jetzt und geht aus dieser Welt. Aber wenn Menschen sich dazu nicht berufen fühlen, und er steigt sehr schön ein mit einem Thema einer Patientin, und wir haben einige Patientinnen auch mit Pankreas-CA, die sind gesund. Aber es wird klinisch so hoch eingeschätzt, dass es also, bei da können wir gar nichts mehr machen. Und diese Patientin bekommt auch die Diagnose, sie ist Anfang 60 und hatte eigentlich das Leben noch jetzt gerade mit ihrem Mann anders genießen wollen. Und bekommt die Diagnose aufgrund unklarer Bauchschmerzen und jetzt soll sie ausloten, wofür entscheidet sie sich. Und da sagt sie, welche Chance habe ich, mich zu entscheiden? Sie können sich für so eine Chemotherapie entscheiden. Das würde aber nur bedeuten, so und so viel länger. Es ist keine Heilung möglich. Und womit muss ich rechnen an Nebenwirkungen? Es wird schwer mit Essen, wahrscheinlich mit Sonde und Schmerzen. Da sagt sie, dafür werde ich mich nicht entscheiden, denn wenn wir diesen Zustand im Moment stabilisieren, dann will ich dankbar sein für alles, was mir noch bleibt. Und lehnt eine jegliche Therapie ab. Macht nochmal ein wunderschönes Wochenende und dann verschlechtert sich ihr Zustand und sie beginnt sich damit jetzt zu beschäftigen, dass es wahrscheinlich jetzt die Schwere der Krankheit ist und versucht Dinge, für die sie sich nie interessiert hat, kann ich vielleicht doch was über Ernährung? Guck mal, wie schön dieser Frühling, also vielleicht ist es mein letzter. Und beginnt etwas mit sich. Und nach 8 Jahren muss sie wegen einer Lappalie ins Krankenhaus, weil sie hat sich irgendwo am Finger verletzt. Und da sagt man, hey, sie waren doch die. Und ich glaube, das ist das Wunder des Lebens, dass wir vielleicht uns gar nicht kanalisieren. Wir haben gegen und für nichts zu kämpfen. Weder gegen uns oder gegen einen Tumor, gar nichts. Wir haben in Frieden zu kommen. Und im Frieden hast du die höchste Abwehr deines Lebens. Also du schaltest sie im Stress runter und zwar auf den Nullpunkt. Und das sind, glaube ich, so die wichtigsten Dinge und diese Anspruchslosigkeit, dieses Nicht-Erwarten, denn wer erwartet, wird enttäuscht. Also das, was du gesagt hast jetzt im Fall der Dame, die sich, die gesagt hat, ich stelle mich dir zur Verfügung, da wäre eigentlich das passende Wort, das wir verwenden, die Demut. Ja, klar. Das ist Mut zum Dienen auch. Und ich habe ein Beispiel, das andere erklärt. Das war ein Bahnangestellter aus Österreich.
Und der musste zur periodischen Kontrolle und dann hat man festgestellt, er hat Krebs. Und dann hat er den Arzt gefragt, ja, wie lange geben Sie mir noch? Hat er gesagt, 6 Monate. Und dann hat er gesagt, okay. Hat er gesagt, okay, was mache ich in diesen 6 Monaten? Den Job aufgegeben, ist auf Reisen gegangen, hat sich gut sein lassen. Nach 6 Monaten hat er immer noch gelebt, ging wieder zum Arzt, war völlig gesund. Er hatte nur ein Problem, hatte kein Geld mehr. Aber wenn er wieder gesund war, dann konnte er sich wieder Geld verdienen. Ja, ja. Diese Themenfelder, ich habe ja viele dieser Menschen in meinen Dokumentationen drin. Und auch wenn zum Beispiel das Thema Kinder ist ja immer sehr schicksalhaft, wenn die, wenn die sterben. Und ein Thema ist dann Sternenkinder. Ich habe hier eine Dame, die sehr medial veranlagt ist und ist über eine Geschichte von einer Krankenschwester zur Sternenkinderbetreuerin geworden. Weil, und das ist spannend, sie sagt... Können wir es kurz auflösen, was Sternenkinder sind? Sternenkinder sind eine Schwangerschaft, wo das Kind entweder bei der Geburt stirbt oder schon tot geboren wird. Das sind Sternenkinder. Mhm. Ist natürlich schon, wenn man so eine Diagnose bekommt, man freut sich auf das Kind und dann weiß man, okay, das wird jetzt tot zur Welt kommen, dann bedarf es natürlich schon auch einer gewissen Betreuung. Und das Spannende an dieser Dame, die Helga Schmidt ist, die sagt, ist nicht oft, aber immer wieder sprechen auch die Kinder mit mir und sagen, pass auf, du wirst jetzt eine Familie treffen in den nächsten paar Tagen. Das bin ich, habe vorhin die Krankheit etc. Aber das ist eigentlich keine Krankheit, warum ich tot zur Welt komme, sondern ich möchte mich in diesem Leben etwas nähern. Ich möchte das einmal testen, wie das so ist, ob ich das als Seele überhaupt in diesem Körper so aushalte. Ich brauche vielleicht ein paar mehr Anläufe dazu, damit du schon mal Bescheid weißt, wenn du die Familie betreust. Natürlich ist es schwierig, die Familie hier abzuholen. Manche sind vielleicht bereit, hier diese spirituelle Information zu bekommen, manche nicht. Und da gibt es noch eine andere Geschichte, die ich auch hier erlebt habe. Eine Dame, die als freie Theologin arbeitet und die sagt, okay, ich wurde auch eingeladen zu einem Geburtstagsfeier, ne, Begrüßungsfeier, wenn so ein Kind geboren wird und bekommt dann auch nach einem halben Jahr den Anruf, sagt, tut mir leid, wir haben hier ein Sternenkind, machst du da auch hier irgendwas? Gibt es vielleicht für so kleine Kinder schon Beerdigung, irgend sowas? Ich sage, ja, können wir machen, etc. Na gut, da kam das Kind natürlich tot zur Welt und das war Mords Trauerarbeit und so weiter und so fort. Und nach einem Jahr hat sie sich erkundigt, wie es denn, die Mutter war immer noch völlig am Boden zerstört und konnte überhaupt nicht dieses verlorene Kind loslassen. Dann hat sie gesagt, okay, ich komme noch mit zu dir, wir machen eine sozusagen energetische Arbeit und hat an diesem Tag mit der Dame noch mal gearbeitet. Und die war dann wirklich auch bereit, sage ich, das Kind, weil ich gesagt habe, ich hab das Kind ist noch energetisch bei dir drin. Dann hat es dann gesagt, okay, ich lasse jetzt los. Tatsächlich ist es dann nach einem Jahr wieder schwanger geworden, kam ein neues Kind, alles ist gut gegangen und nach 2 Jahren oder 2,5 ruft die Oma an bei der Theologin und sagt, stell mir vor, was passiert ist. Dieser 2,5-jährige Sohn blättert in einem alten Fotoalbum und da war das Totenbettchen-Foto drin und sagt dann, schau her, Mama, das war ich früher, du wolltest mich nicht gehen lassen, aber dann hast du mich losgelassen und jetzt konnte ich nochmal kommen. Diese Geschichten sind noch viel, viel, viel mehr, aber nur, dass man diese Beispiele, welche Facetten das da gibt von Leid oder Nicht-Leid und wie man das annehmen kann und sagt, ah, okay, der hat mir Anläufe gebraucht und jetzt ist alles gut. Ja, was hast du schön gesagt, wenn wir beginnen, größer zu denken. Ja, genau. Wir sind so in uns manchmal, wir haben den Blick nicht mehr für das Große. Wir haben nur noch uns und wir meinen hier oder uns. Das ist schön, das ist sehr schön. Weil wir halt in einer Abgrenzung sind und wenn das jeder für sich versteht, dass aus vielen unterschiedlichen Gründen aus der Vergangenheit wir uns immer enger gemacht haben, um uns zu schützen, vermeintlicher Schutz, deswegen sind wir gar nicht in der Lage, mehr wahrzunehmen, weil wir uns immer wieder zusammenziehen, Sorge haben, Angst haben. Wer kann denn heutzutage sagen, hier, ich zeige mich. Ich zeige mich, wie ich bin, ich zeige mich offen und aber auch verletzlich. Sondern nicht mit Schutzmechanismen und Perfektionismus. Und wer gerade für sich ein Leid erfährt und sagt, okay, ich möchte gerne mal meinen Blickwinkel öffnen, aber wie denn? Ja. Dem sage ich, okay, fang mal an, einfach anzunehmen, dass etwas da ist, ohne dass du weißt, warum. Zu sagen, okay, ich erlaube, dass es da ist.
ich erlaube, dass hier das Problem ist, ich erlaube den Schmerz, ich setze mich hin, ich schließe die Augen und sage, ja, du darfst da sein und ja, ich fühle jetzt mit. Das ist ein erster Schritt, um wirklich damit in Verbindung zu kommen. Und dann merkt man schon, wie es anfängt auch zu arbeiten. Und Petra, ich bin ganz bei dir, wenn du sagst, die höchste Art und Weise, damit umzugehen, ist es anzunehmen und im Frieden zu sein. Denn dann ist man in einer sehr hohen Energie, dann kann die Energie fließen und nicht wir heilen uns mit unseren Gedanken, nicht der Arzt, sondern das Bewusstsein, die Energie. Die bringt es dazu, dass die Themen sich lösen. Und wenn ich aber noch nicht in der Lage bin, weil manchmal am Anfang des Weges ist man nicht in der Lage, in Ruhe zu sein, im Frieden, dann kommen die Gedanken, dann kommen die Ängste, dann kommt der Stress, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann noch vielleicht noch ein Hinweis von mir. Manche Menschen erfahren, dass sie ihr Leben lang etwas anderes gemacht haben, Nepomuk hat es schon erklärt, als sie eigentlich immer wollten, als sie gefühlt haben, sie haben ein anderes Leben gelebt. Also sie haben überhaupt nicht ihren wahrhaftigen Raum eingenommen. Und jetzt merken sie anhand von Schicksalsschlägen oder Leid, Schmerzen, was auch immer, dass etwas nicht stimmt und sie merken, oh, ich habe mich nie um mich selber gekümmert. Und dann ist oft eine zweite Phase zu sagen, jetzt geht es um mich. Also dieses aktive Ich-Entscheiden. Ich sage jetzt Stopp, du entscheidest nicht mehr für mich, du auch nicht, ich lasse mir das nicht mehr vorgeben, jetzt entscheide ich. Das ist nicht die letzte Entwicklungsphase, aber oft eine ganz wichtige, wo man dann auch sagt, ich möchte leben, ich möchte meinen Weg, jetzt geht's um mich, ich stelle mich in den Mittelpunkt. Das ist kein Egoismus, das ist der Beginn von Selbstliebe. Ist noch nicht das Finale, aber es ist ein ganz wichtiger Beginn. Und dort auch starten zu dürfen, zu sagen, jetzt kapp ich mal Sachen weg, die mir überhaupt nicht gut tun, kümmere mich um mich. Und daraus entsteht dann oft, dass ein Frieden, eine Möglichkeit entsteht, dass ich mit mir selber wieder in den Frieden komme. Manchmal braucht es aber erstmal Aktivität zu sagen, ich will leben und das sage ich jetzt auch dem Universum, ich bin jetzt bereit. Gleichzeitig, wenn ich dem Universum was sage, muss ich aber auch die Antwort akzeptieren und erleben können. Das heißt, ich muss gleichzeitig die Verantwortung dafür übernehmen, wenn ich Antworten bekomme, von dort oder aus mir heraus oder über Menschen, mich zu trauen, auch diese Schritte zu gehen. Und das ist dann die Herausforderung. Traue ich mich zu merken, der Job tut mir nicht gut und ihn loszulassen? Bevor ich auch vielleicht Krebs bekomme? Traue ich mich, eine Verbindung zu irgendeinem Menschen loszulassen, weil ich fühle, es ist nicht wahrhaftig, aber alle anderen könnten ja vielleicht denken, es ist nicht das Richtige. Ja. Also was denken die anderen? Wo bin ich dann in der Gesellschaft? Also am Ende des Tages traue ich, mit meinem Gefühl in Verbindung zu kommen und dem auch nachzugehen, was ich wahrnehme. Da habe ich noch eine Geschichte als Ergänzung dazu von dieser Beate Wagner, von dieser Theologin, die kriegt einen Anruf von einer Dame, die wusste, dass die Beate so ein bisschen energetisch arbeitet und sagt, du, pass auf, ich bin sehr unglücklich verheiratet, ich wollte mir Kinder kriegen, das klappt aber nicht, ich möchte mich jetzt unbedingt scheiden lassen, ich möchte jetzt einen anderen Weg einschlagen, aber ich habe hier einen Vierseithof geerbt im Allgäu und den möchte ich verkaufen und damit ich hier Weltreise machen kann, ich möchte mir hier weg, aber ich kriege diesen Hof nicht weg, immer was dazwischen. Das ist eigentlich nicht normal, weil hier ist eigentlich diese Grundstücke oder diese Dinge so schnell weg, so schnell kann man gar nicht schauen. Dann sagt sie, okay, ich komme mal zu dir und schauen wir uns das Ganze mal vor Ort an. Dieser Hof aus dem 17. Jahrhundert wird dann begangen von den beiden und dann arbeiten sie schon und sagt, merkst du was, das ist eine Energie und dann stellen sie plötzlich fest, dass sie früher schon mal auf diesem Bauernhof gelebt hat, dass sie ein Kind bekommen hat, das durfte aber sie nicht und hat im Ofen verbrannt. Und dieses Kind war immer noch auf diesem Hof. Dann haben sie gesagt, okay, wir werden mit diesem Kind arbeiten. Wir werden das, okay, das Ganze hier mal ja, in Liebe lösen. Das Kind ist auch dann in Liebe gegangen und so weiter. Die Situation aufgelöst. Kurz zwei Wochen drauf war der Hof verkauft. Die Dame ging auf Weltreise, hat ihren neuen Mann kennengelernt. Jetzt hat sie drei Kinder. Ja. Manchmal ist es ganz einfach. Ja. Es ist nur die Herausforderung, wie finde ich die Ursache, um die es gerade geht. Also was möchte das Leben mir sagen? Und dafür gibt es aber in der heutigen Zeit so gute Möglichkeiten. Also da muss man nur mal aufmerksam sein, zu schauen, welcher Mensch, welche Möglichkeit kommt da in mein Leben. Mhm. Und dann auch mal zu sagen, okay, da lasse ich mir mal was zeigen, da gehe ich mal mit, da lese ich was, da höre ich hin, was auch immer es ist. Und wir sind alle im Aufwachen, dass geht heute schon relativ gut. Also Ausweglosigkeit ist immer ein Mangel an Fantasie. Mhm. Ja. Oder? Wer ausweglos meint, hat keine Fantasie für einen neuen Weg. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir sprachen schon über Bewusstseinsstufen.
Und die 200 ist so die Bewusstseinsstufe, wo also die tiefste Bewusstheitsstufe ist Scham. Aus Scham bringen sich Menschen um, sie können der Welt nicht mehr begegnen. Und auch viele Dinge, die negativ besetzt sind, wie Angst, ist alles unter 200. Das heißt, damit auch ist klar, in was für einem Körper und einer Welt dieser Mensch lebt, der so belastet ist. Aber der Mut öffnet den Weg nach vorn. Über die 200 geht, das ist das Zurückbringen von Frieden in mir selbst. Die 400, das ist nachher Liebe, das ist nachher Selbstlosigkeit. Aber der Mut, du hast es angesprochen, dieses auch mal eine Entscheidung zu treffen. Ich bin tief berührt, wie wenig Menschen klären in ihrem Leben. Stimmt. Ja, und was du nicht lebst, das lässt dich auch nicht leben. Ich habe 4 Jahre mit Hammer zusammengearbeitet. Der hat uns schon vor Jahren diese Verbindung sehr wohl deutlich gemacht, was wird sich wo projizieren. Und das ist nicht alles. Das Leben wird an vielen, vielen, vielen Prozessen, kann es sein Gleichgewicht verlieren. Aber den Lebensbauplan, der ein Gleichgewicht braucht, der ist 24 Stunden abrufbar. Also ich würde sagen, dazu gehört auch noch Vertrauen, dass wir auch geführt werden. Natürlich. Nicht, dass man im Willen beeinflusst ist, aber dass man Chancen bekommt, die, wenn man wach ist, wahrnehmen kann, positiv. Auch das führt uns weiter im Wandel. Ja, aber damit steigert sich ja das Bewusstsein. Ja, Bewusstsein ist ja das, was irgendwo durch Wahrnehmung Information umlegt in das, was wir dann bewusst tun. Und auf der anderen Seite, das Unterbewusstsein arbeitet über das, was wir empfinden. Und das steuert mich. Und indem ich empfinde, es ist alles gut oder ich kann hier in Frieden gehen oder ich kann dir auch verzeihen, du hast mich verletzt und ich finde mich immer wieder in die Balance zurück, habe ich selber erstmal diese Prozesse auch durchgangen, bewusster zu werden und nicht. Es ist ja grausam, wie Menschen jeden Tag durch 100.000 Dinge in diesen Frieden nicht mehr kommen, weil sie sich am Leben nur noch unverstanden, ungewollt und aber sich natürlich selber in eine Rolle dadurch manövrieren, die erstmal öffnen muss. Du machst das schön, du erklärst es sehr schön mit deinem Raum. Es wird immer mehr Raum in mir und dann wird der Raum auch so unglaublich groß und meine Aura wird groß und ich glaube, das ist überhaupt der Sinn des Lebens, den wir alle haben, oder? Dass wir dafür da sind, der Welt die Liebe zu geben und es nicht egoistisch, wir sprechen von empathischem Egoismus. Mhm. Ich habe dich wohl im Blick, aber die Welt ist gut, wenn wir alle auch strahlen. Und das Interessante ist, dass ja Menschen diese Zeichen tatsächlich bekommen und vielleicht kommt so eine Sendung dazu beitragen, dass die Leute sagen, oh, jetzt muss ich vielleicht einmal ein bisschen auf diese Zeichen mehr aufpassen, denn jeder bekommt seine Führung, wenn er will. Ja, ja und zurück zur Liebe sollen wir ja alle gehen. Nicht? Von der Liebe geht alles aus und dorthin sollen wir auch zurück. Und das ist ja eigentlich der Sinn des Lebens, zurückkommen zur vollkommenen Liebe. Das ist eigentlich, das Bewusstsein nehmen wir ja in der Seele mit. Also das Bewusstsein ist an die Seele gekoppelt, nicht am Gehirn. Genau. Darum, wenn wir einen Körperaustritt haben, nehmen wir das Bewusstsein mit. Wir nehmen auch keinen Schmerz wahr. Der Schmerz kommt erst wieder, wenn wir im Körper sind, wenn diese Verbindung über den Nervengeist wieder zur Seele funktioniert. Und da kommt es im Bewusstsein. Mhm. Spannend. Ja, und ein wichtiger Zwischenschritt, glaube ich, dafür ist, weil vielleicht Leute, die, wenn die zuhören, die noch nicht mehrere Schritte auf diesem Weg gemacht haben, sich fragen, ja, wie komme ich denn dahin? Genau. Dann ist es wirklich der Start, wie Nepomuk gesagt hat, sich mal Zeit zu nehmen und mal hinzuhören und mal hinzuschauen. Was zeigt mir das Leben? Sehe ich Lebendigkeit, wenn ich mit Menschen zusammen bin? Tut es mir gut, abends das Bier zu trinken? Wie fühlt sich dieser Job für mich an? Kompensiere ich vielleicht mit Essen? Und das muss ja nicht sofort aufhören. Oder rauche ich und versuche damit irgendwie in eine Ruhe zu kommen? Es muss nicht sofort aufhören, weil manche sagen, ja, wenn ich das jetzt so bewusst wahrnehme, geht es mir ja noch schlechter. Jein, erstmal musst du mal bewusst wahrnehmen, was das Leben dir erzählt über dich selbst. Denn dann, durch diese Wahrnehmung, kann es sich verändern. Und manchmal verändert es sich schon allein dadurch, dass ich es wahrnehme. Das heißt, der Kern dieser Sache ist, ich komme in Verbindung mit mir selbst.
mit meinem Leben. Ich nehme erstmal wahr, was erzählt mir das Leben über mich. Während ich das wahrnehme, bin ich schon mehr in Kontakt mit mir. Dann beginne ich nämlich zu fühlen, was machen diese Situationen in mir. Und dadurch, durch diesen inneren Kontakt, komme ich tiefer und merke, oh, das entspricht mir vielleicht gar nicht. Dann weiß ich noch gar nicht, wie ich das ändern soll. Ich weiß noch überhaupt nicht, wie das passieren soll, ist aber auch nicht so wichtig. Weil der erste Schritt ist der erste und nicht der fünfte. Das darf man nicht vergessen. Es ist der erste, wichtigste Schritt. Ich nehme wahr, was sich in mir nicht stimmig anfühlt. Also für alle, die sich fragen, was soll ich tun? Nimm mal wahr, was passiert denn gerade? Und alles Weitere ist eine Konsequenz. Und wir alle sitzen hier, wir alle haben irgendwann angefangen, etwas wahrzunehmen. Und dann über Monate und Jahre haben wir uns dem hingegeben und es hat sich echt was verändert. Also darf man am Anfang auch nicht gleich fordern vom Leben, dass sofort alles anders ist, was ich vielleicht 10 Jahre oder 50 Jahre nicht gesehen habe, dass sich das sofort komplett verändert. Der Start ist wirklich zu sagen, ich bin bereit hinzusehen, hinzufühlen und dann lasse ich das Leben mal ein bisschen wirken. Und ich werde ja sicherlich auch vom Leben gefragt, meinst du es denn wirklich ernst? Ne? Oder die Überprüfung kommt. Genau, wenn ich mich auf den Weg mache, ist es ja ganz oft so, ich gehe auf diesen neuen Weg und merke, irgendwas funktioniert. Oh, es wird besser, irgendwas wird besser. Aber nach 3, 4, 5 Wochen überprüft das Leben, meinst du es ernst? Ja. Dann kommt nämlich das vermeintlich Alte nochmal zurück und prüft ab, wie stehst du denn dazu? Fällst du wieder zurück ins Opfer? Oh mein Gott. Oder schaffst du es schon, diesen neuen, eröffneten Raum zu halten, zu sagen, okay, eine neue Aufforderung. Also gut, darf ich noch präsenter werden, noch mehr annehmen oder noch ein bisschen ruhiger oder noch ein bisschen mehr hinhören. Also diese Überprüfungen, die muss man durchstehen. Wenn man weiß, dass es sie gibt, ist es schon mal leichter. Ja, und dann gilt auch das Gesetz der Resonanz. Auf einmal kommt so viel, wenn du die Arme öffnest, auf dich zu, aber erst dann. Schön. Aber das Öffnen bedeutet, man muss in die Ruhe gehen. Und in die Ruhe gehen, das kann man meditativ machen oder mit anderen Techniken. Ohne dass man in die Ruhe geht, kann das nicht wirken. Richtig. Genau in der Natur, wenn man den in der Natur benutzt. Richtig. Dann sagt man, genau. Schwingung. Ja, Baummeditation ist auch eine gute. Deshalb bin ich so froh, dass ich weder in St. Moritz noch in Davos bin, sondern hier ist nichts. Ja, hier ist nichts. Hier ist Natur. Und hier, ich möchte, dass du zu dir keine Ablenkung hast. Keine Ablenkung. Dass du keine Ablenkung hast. Vielleicht kann ich auch hier nochmal den kleinen Zwischenschritt machen. Für die Leute, die gerade anfangen, würde ich noch sagen, beginnen in die Ruhe zu gehen. Weil manchmal sagen sie, ich komme gar nicht in die Ruhe. Genau. So viele Gedanken, so viel Angst. Genau. Ich bin in der Stadt gefangen. Was soll ich denn machen? Ich komme nicht raus. Da ist nichts. Ich kenne auch niemanden, der mir dabei hilft. Dann mal 5 Minuten zu nehmen. Einfach mal kurz mal reinzufühlen. Also zu beginnen. Weil... Ja, Helmut, ich bin ganz bei dir. Ja, oder ein Lieblingsbank sich zu eruieren oder ein Lieblingsbaum, den ich aufsuche oder ein Platz, der für mich das Heiligtum bedeutet. Es ist ja alles möglich. Oder vielleicht mag ich Bügelwäsche machen und meditiere bei der Bügelwäsche. Mhm. Weißt du, zur Ruhe ist schön. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass man die Augen schließen, die Stille geht und sich nachher einen Lieblingsplatz visualisiert und nachher an diesem Lieblingsplatz genießt und einfach in die Ruhe kommt und schauen, was kommt da auf mich zu und diese Gedanken einfach gehen lässt. Ja. Schön, ja. Genau. Das ist bewährt sich. Wir sind schon wieder leider am Ende dieses Gespräches, aber jetzt werden wir so richtig in Fahrt und die Ideen werden jetzt noch gekommen für die Zuschauer. Also es war sicherlich aber auch schon vieles dabei, was jetzt direkt auch umsetzbar wäre für den einen oder anderen, der betroffen ist von einem Schicksalsschlag. Also Fakt ist vielleicht nochmal zusammenfassend, Leid ist keine Strafe des Lebens, sondern es ist eine logische Konsequenz durch Verhalten. Bitte? Und vielleicht den Weggeruf. Ein Weggeruf, ja, so wie genau, Gesundheit auch oder wie Krankheit kein Schicksal ist, sondern eine persönliche Aufgabe. Ja. Und wenn ich dann gerade nicht mehr weiter weiß, ist es auch hilfreich, eben auch mal zu sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Also dieses Einlassen in eine höhere Macht, weil ich sehe jetzt keinen Weg mehr. Man sagt nicht umsonst, am Ende des, wie heißt es mit dem Licht am Ende des Tunnels? Nee, ja. Genau. Ich bring's jetzt nicht mehr auf die Reihe, das Zitat, aber ist okay. Ich glaube, wir wissen alle, wohin. Das ist Resultat unserer Tat. Genau, danke schön. Okay, fein. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Inputs, für eure
Erfahrungen, die ihr gemacht habt mit Patienten und wo sich unsere Zuschauer sicherlich auch ganz gut wiedergefunden haben und jetzt sicherlich auch Hoffnung schöpfen für sich selbst und für ihren Schicksalsschlag, den sie erlitten haben. Also Dinge verändern, darum geht es in der Hauptsache, wenn das Leben mit einem Schicksalsschlag daherkommt. Weil die Dinge, die zum Schicksalsschlag geführt haben, wenn man da weitermacht, die führen halt nun mal einfach nicht raus, führen nur noch in noch tieferes Leid. Insofern wünschen wir Ihnen Achtsamkeit, Wachsamkeit, Liebe zu sich selbst und schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn wir wieder hilfreiche Themen zu Ihnen nach Hause transportieren. Schön, dass Sie da waren und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe für Sie.